Zurück, Leute, in Rise of the Tomb Raider geht es weiter mit der Suche nach verborgenen, versteckten Dingen. Ich würde gerne mal zur Statue kommen. Und irgendwie fehlt uns ja auch noch eine Glocke und so. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes immer hin soll. So. Da ist noch was. Unter uns. Ja, ich muss runter. Ich will runter. Ach, war das nicht dieses, wo ich nicht rankam? Ist hier noch was? Ja, das nehmen wir auch nochmal mit. Hier. Das da drinne. Was ich suche. Hier haben sie die Kranken gepflegt. Die Überlebenden müssen gelitten haben. Schlimm, oder? Also, ist schon übel. Eine Vase, gefertigt aus Silber. Sie weist starke Abnutzungserscheinungen auf, zeigt aber ein Porträt des Propheten. Sie müssen begonnen haben, Handel zu treiben. Könnte sein. Könnte sein. Münzen, immer gern gesehen. Aber auch, dass sie hier so verwest sind, so die Leichen, dass die hier noch alles liegen. Bäh. Die kriege ich auch noch. Wo ist jetzt diese Statue? Die muss irgendwie auf der anderen Seite sein. Jetzt sind die weggelaufen, blöden Schweine. Die blöden Schweine. Ja. Toll. War ich hier schon drinne? Nee, da ist noch was. Vielleicht war ich auch schon drin, aber konnte es da nicht einsammeln. Diese Schweine, wo sind die denn jetzt alle? Sind das Münzen oder Pilze? Irgendwas anderes. Okay. Hier, wollt ihr mich veräppeln hier? Oh! Den wird sie wahrscheinlich jetzt auch noch nicht lesen können. Wieder nicht. Schwer zu sagen. Ja. Die mongolische Grammatik ist kompliziert. Aber es liest sich wie Anweisungen. Wie Anweisungen? Aha. Wenigstens sagt sie auch mal, hey, es ist kompliziert und nicht, ja, so, ne? 4 von 8. Die Statue habe ich jetzt schon längst aus den Augen wieder verloren, mit meinem super Orientierungssinn. Scheint waren wir hier aber noch nicht. Ich hoffe, ich habe langsam hier alles abgegrast, was man sich holen kann. Auch schön hier. Kann man gut sich verstecken. Wenn ich hier nicht auch schon war. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich schon war und wo nicht. Ich irre hier durch die Gegend. Mach Flaggen, Glocken und alles, was geht. Okay, dann gehe ich mal da hin. So. Bisschen Überblick wieder. Warum bist du jetzt? Hab ich doch schon. Ich hätte gerne die Statue eigentlich wieder, aber die ist irgendwo da hinten. Da müsste ich wieder ganz zurück jetzt. Ah, wo ist die nächste Glocke und was ist das da oben immer? Komm ich da mal hin? Ist das noch eine Glocke, die hier hängt? Oder was anderes?
Geh mal dahin. Genau. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir wollen aber hier jetzt irgendwie mehr so hoch. Kann man hier hoch? Da kann man nicht hoch. Da ist so Wasser. Hier waren wir auch noch nicht, oder? Immer will ich diese Beeren einsammeln, obwohl ich sie gar nicht brauche. Alles, was ich übersehe und was ich jetzt noch nicht gefunden habe an wichtigen Sachen, können wir am Ende nochmal gucken. Per Schnellreiselager und so uns alles dann holen. Na, das hat es ja jetzt gebracht. Hier komme ich nicht weiter höher. Doch, da ist noch was. Das ist noch ein bisschen Holz. Krempel. Hm. Liegt da noch was? Das sind Pilze, keine Münzen. Also egal. Sieht aus eigentlich, als könnte ich hier rumspringen, aber es geht nicht, oder? Ich kann ja nicht irgendwo... Kannst du dich da festhalten? Nein. Tja. Tja, dann... Dann laufen wir mal unten weiter lang, weil wir sind ja jetzt sehr viel oben gewesen. Und wenn ich die Schweinebacken nochmal sehe, dann sind die auch noch dran. Da oben soll ich hin. Das könnte ich natürlich sehr schnell tun. Ich wüsste auch gern, wie hier... War das hier? Da waren wir ja schon. Mal lang. Also durch. Hier hoch. Nee. Das geht. Na dann. Ja. Oh nein. Und die Glocken haben wir nicht alle gehabt. Sie schießen auf mich. Erobern Sie das Katapult. Ja. Und wo? Vielleicht kann ich damit dieses Tor zerstören. Was soll ich denn jetzt lang? Kann ich da einfach runter? Was ist hier? Kann ich da jetzt... Nein, nee. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, es ist schwierig. Die haben so eine harte Rüstung. Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du mir hier wegstirbst, nur weil ich da jetzt kurz im Feuer stand. Oh. Manchmal ist sie so robust und manchmal kann sie gar nichts ab. Mit einem Katapult können sie Tore zerstören. Ja. Ja. Das ist schön. Ja. Das läuft prima. Alles nach Plan. Kommt hier jemand?
stand gerade gut. Lauf mal nach Pfeilplan. Hui. Jetzt ist da noch eine blöde Kiste. Die kann ich ja auch noch mal mitnehmen. Komme ich hier irgendwie hoch? Na, oh, macht gar keinen Sinn hier. Mal so nebenbei noch ein paar. Huch, wird beschossen. Kannst du mal die Kiste mitnehmen? Ey. Mach den mal platt. Ist hier da. Haha. Lebt er noch? Ne, ich glaube, den habe ich erwischt. Da kannst du jetzt auch mal die Kiste mitnehmen, oder? Ja, weil das macht sie nicht, wenn sie gerade angegriffen wird. Wer kommt hier? Da. Bisschen Geduld muss man haben. Sehr schön. Stirb nicht. Endlich. Ich hatte keine Pfeile mehr. Oh Gott. Oh nee. Oh, das regt mich voll auf, dass sie die ganze Zeit in diesem scheiß Feuer immer ihren Schaden kriegt. Und ich nicht schnell genug Pfeile erstellen, heilen kann. Und ja, dann kommt doch alle. Kannst du den mal erschießen? Der nervt. Ja, komm her. Ist gut jetzt. Haben wir es dann? Blöden Rüstungen, ey. Ich war doch so schön unterwegs. War so schön. Hat so gut geklappt. Und dann. Ich brauche unbedingt mal Muni. Die Zeit muss sein. Haben wir alles, ja? Sehr schön. Komme ich hier irgendwie weiter? Kann ich hier anders irgendwie? Enter-Dings. Ah, ich kann hier oben so einen Pfeil machen, oder? Nein, kann ich nicht. Ah. Ja, ich gebe mir Mühe, hier mal irgendwie vom Fleck zu kommen. Ist schön. Es sind gar nicht so die Gegner, die mich nerven, sondern eher, dass ich keinen Plan habe, wo ich den schnellsten Weg hier wegkriege. Es ist total doof hier. Aber das ist doch schon mal schön. Wo Gegner sind, da geht's auch weiter. Wo seid ihr denn? Da oben.
Jetzt sehe ich das Katapult auch mal. Dann kann man da auch langsam mal hin. Ich glaube, die schießen mich nicht mehr, weil ich sie schon getroffen habe, oder? Das wäre sehr praktisch. So. So. Jetzt machen wir da diese Dinger da rein. Ne? Genau. Geht das nicht? Geht es nicht? Geht es nicht? Dann eben so. Sehr schön. Oh, endlich geschafft, ey. Blödes Katapult. Kommen jetzt noch welche? Kann ich das auch mal anbrennen? Endlich haben wir es geschafft. Den Weg habe ich endlich mal gefunden. Endlich, endlich, endlich. Oh, oh. Was ist jetzt hier? Damit kann ich das Katapult ausrichten. Aber ich muss erstmal die Feinde ausschalten. Okay. Kannst du mal weggehen da? Ey, du brennst doch schon längst. Ich muss das Tor niederreißen. Lass mich mal erstmal hier die Feinde platt machen, eins nach dem anderen hier. Ich kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Sonst sie ihn bewegen. Wo soll's denn mal hin? Zum Tor, ne? Damit ich da durch kann. Na, 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 na. Ist ja nicht. Das muss reichen. Okay. Dann mal los. Ist ja eigentlich ein bisschen wie. Ja, das ist aber nicht gut. Das muss noch ein bisschen nach rechts. Oder? Schön ins Eis. Ist schon näher dran. Noch ein Stückchen nach rechts und dann. Oder hat es schon gereicht? Oh, das sieht gut aus. Jawohl. Geschafft. Und das hat Lara ganz allein geschafft. Wir sind alle stolz auf Lara. Nur das Wirrwarr da unten, das mag ich nicht so gerne. Das ist nicht so toll. Da oben liegt noch eine Art Versteck oder so. Kann ich hier nochmal eben runterschlittern? Oder auch sterben. Kann man auch nochmal sterben? Genau, ist schön. Irgendwie sterbe ich im Moment ziemlich viel. Ich möchte den schnellen Weg, weißt du? So, ich habe da keinen Bock jetzt irgendwie. Ich will hier hin. Genau. Bist da ein bisschen Schaden bekommen, aber scheiß drauf. Ich will da hoch. Wir waren zwar gerade eben da. Ich will da irgendwie rauf. Kann man da nicht rauf? Mann, da ist doch ein Versteck. Das muss man doch irgendwie schaffen. Kann ich das hier einschießen? Du stehst doch schon wieder in den Flammen. Das Mädchen, das in Flammen steht. Sozusagen.
Ja, da liegt zwar was. Wie ihr seht, ist das da unten schön, aber irgendwie hätte ich vielleicht von da oben besser drauf gekonnt. Aber da war doch überall nur Mauer. Das. Hä? Weiß ich auch nicht. Vielleicht von hier und dann da hinten rüber, aber. Oder vom Seil? Dann wenn wir das Seil nochmal hochklettern. Ist auch blöd. Das weiß ich jetzt nicht, wie man das bekommt, aber es ist bestimmt schön, das eigentlich zu kriegen. Ja, so schnell geht das. Da sind wir schon wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Verstehe ich nicht. Die kann sie auch nicht. Das ist nicht so eine Kletterwand. Das muss man also von da hinten irgendwie... Aber nein, das war zu weit entfernt. Ich bin ja einmal sogar gestorben. Kann sie sich da einfach nicht irgendwie... Wenn man das hier einfach durchfackeln könnte, wäre es ja kein Problem. Aber das will sie ja nicht. Ja. Bleib ruhig da stehen und stirb. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie man da rankommt, Leute, aber wir haben das Tor durchbrochen. Das ist ja das Wichtigste. Und von daher würde ich sagen, ich schaue mal offline, ob ich da jetzt irgendwie rankomme. Bis dann.